über dem Weltrekord. Einer der jüngsten deutschen Laufhoffnungen für die Olympischen Spiele begegneten wir in Hamburg. Werner Gierke, seit Prag neuer Hallen-Europameister über 3000 Meter. Sein Trainingslauf endet vor dem Sportmedizinischen Institut der Universität, das seit kurzem das leistungsfähigste Testgerät für Sportler beherbergt. Ein Jahr vor den Wettkämpfen in Mexiko lassen sich Leistungssportler auf der neuen Anlage unter Bedingungen testen, die einer Höhe von über 2000 Metern entsprechen. Der regelbare Pedaldruck führt zu einer stufenweisen Belastung des gesamten Organismus. Das Luftgemischsystem hat den gleichen Sauerstoffanteil wie die Höhenluft der Olympiastadt, 16%. Ein Messschreiber notiert Atemzüge und die Sauerstoffmenge, die der Sportler dem Luftgemisch entnimmt. 5 bis 6 Liter pro Minute in der Ruhelage, bis zur 20-fachen Menge bei Höchstbelastung. Für mehrere Sportler bedeutete das Testergebnis das vorzeitige Ende ihrer Laufbahn als Leistungssportler. Der Prüfstand hatte organische Mängel offenbart. Der Olympiahoffnung Gierke jedoch ersetzte die Hamburger Zerreißprobe mehr als einen Trainingstag. Was war anstrengender, Ihr Siegeslauf in Prag oder dieser Test? Ja, leicht war der Sieg in Prag nicht, aber so ein Test ist noch anstrengender.